Willkommen zurück zu Gothic 2, den Spiel, wo ich eigentlich... Also ich habe das Savegame auf zur Ogerhöhle genannt, weil ich mir eine Notiz machen wollte für mein zukünftiges Ich, also das jetzige, dass ich zu dieser Ogerhöhle wollte. Das Problem ist bloß, ich habe leider komplett vergessen, warum. Also wir wollen die Prüfung des Feuers ablegen, so viel ist klar. Wurde hat mir mit seiner Rüstung auferlegt, ich soll eine Feuerfallrune erschaffen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. So, selber hat der eins gerufen und soll ihn bezwingen. Achso, jetzt weiß ich wieder warum. Okay, gut, ich weiß, warum ich zur Ogerhöhle will. Ich will nicht, also ich will nicht zu der Ogerhöhle, wo der Oger wortwörtlich drin steht, sondern ich will zu der. Jetzt habe ich auch Leck oder was. Ich will zu der Höhle. Warte mal, wo kann ich das noch machen? Oh ja, ist klar. Ich will zu der. Oh, hi Kraut. Ich will zu der Höhle links von der Ogerhöhle, da wo dieser Steinkreis ist. Und will da versuchen, irgendeinen Schrecken zu wecken mit irgendwelchen Mitteln, die ich noch nicht habe. Also ich werde wahrscheinlich ein bisschen mit dem Hammer rumfuchteln. Aber ich muss erstmal diesen Weg da lang. Das ist ein Problem, weil da hinten sind diese komischen Schleicher. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mich an dir wirklich vorbeischleichen kann. Ich könnte natürlich einfach versuchen, bis zur Nacht zu warten und mich da so wieder nicht vorbeischleichen. Wir versuchen es immer so. Naja, krieg's safe hier. Das macht die Stereoanlage, die er als Jugendlicher bekommen soll. Mein Vater hat auch noch seine Stereoanlage, die er als junger Mann hatte. Aus Ostzeiten noch. Ich weiß noch, wo er die neulich zu sein. Das klappt hier niemals. Ich weiß noch, wo die. Würde ich mal. Ich sehe. Jo, das läuft. Probier das gleich nochmal. Die hat auch ein Stereoanlage. Ne, das hat tatsächlich die Stereoanlage von meinem. Obwohl, ich weiß gar nicht, hat die Stereoanlage von meinem Vater ein Dings? Das Ding ist, die Stereoanlage von meinem Vater, die hat so ein. Die ist so modular aufgebaut. Ganz oben ist ein Plattenspieler. Dann nimmst du natürlich den Tuner. Und gibt noch ein paar diverse andere Bauteile. Das ist so. Scheiße. Überlebe ich einen Schlag von den Viechern? Mit einem Heiltrank vorne? Das ist ja die Frage, ob mich die Schattenläufer instant umhauen. Aber das sind gar keine Schattenläufer. Ach Gott, wie viele Waffen habe ich denn mit der Lauftasche? Grober Zweiner, die ich mich nicht führen kann. Der sieht übrigens ganz cool aus. Aber ich kann ihn leider trotzdem nicht führen. Ich muss übrigens schon wieder Fleisch machen. Aber warte mal, vorher erstmal das Butler. Hier, die Pilze. Schade, dass man nicht durchbrechen kann. Naja, um mal die Zeit durchzubringen, ich hatte heute Internetprobleme, ich bin immer noch Vodafone-Kabelkunde, also ehemals Kabel Deutschland. Und ich dachte, wie gesagt, da ich eine Störung habe, ich glaube, das Problem lag vielleicht doch an mir oder vielleicht auch nicht, weil ich habe mein Router neu gestartet, eine nicht näher benannte F-Box. Und die hatte ich neulich schon mal neu gestartet, also vor 2 Tagen oder 3 und davor nochmal. Ich habe seit ein paar Tagen so Probleme, also gerade bei Battlefield fliege ich mal raus und bei Rainbow bin ich auch rausgeflogen. Wo ich letzte Woche schon gestreamt habe, genau, da war es auch, ne? Oh, ich bin tatsächlich durchgekommen. Krass. Das ist cool. Ja. Und bin ich aus Battlefield 2 mal rausgeflogen, das hat mir dann gereicht. Ich habe dann noch mal ein bisschen geguckt und habe geschaut, ne, und hier und da. Und habe dann einfach mal den Kundensupport von Vodafone versucht anzurufen. Ich rufe da an. Kommt der Roboter. Ich war nur am Schreien. Vor allem, weil dieser Roboter auch so ewig langsam redet. Du kannst halt den ganzen Scheiß nicht abbrechen. Es fehlt halt die geheime Abbruchtaste, oder? Ich weiß nicht, nur nicht, welche sie ist. Dass du halt einfach sagen kannst, du willst alles skippen, du willst direkt zur Auswahl. Weil das labert dich erstmal voll mit, naja, wir haben einen neuen, tollen Talk-Roboter, um ihn zu assistieren. Ja, auf jeden Fall war ich da schon halb heiser. Heiser, das war ja halt noch okay. Dann hatte ich das. Dann hat er, beim ersten Mal meine Kundennummer gesagt und dann hat irgendwie dreimal Störungen in Mikrofon geschrien, bis es mal klar ist, dass ich tatsächlich eine Störung habe. Und der Roboter hat es tatsächlich verstanden, weil da gab es natürlich keine Auswahl. Dann kam nochmal ein Auswahlmenü, wo du dann dreimal 1 drücken musst für geht's im Internet? Ja, 1. Geht's um blablabla und dann haben sie eine Störung. Dann, ja, 1, es geht um mein Internet, ja, ich habe eine Störung und ja, bitte. So, dann kommt, ich verbinde sie mit einem Mitarbeiter, macht düt. Denn kam beim ersten Mal, also der mag mir nämlich immer noch nicht, habe ich den verzaubert. Das sollte ich vielleicht mal vorher prüfen, weil. Okay, Grimbald habe ich anscheinend verzaubert. Kann ich mir noch was bringen? Bring mir das Jagd, was genau? Ich habe noch 20 Skillpunkte, oder? Crawlerplatten, ja, das kann ja werden. denn hat mich danach, denn nach 2 Mal Tuten kam dann noch ein neues Auswahlmenü, ob ich Hilfe bei der Einrichtung meines Kabelrouters brauche. Oder alternativ, ich glaube bei der Einrichtung meines Video, irgendwas, keine Ahnung. Irgend so ein Fernsehdienst, ich habe auf jeden Fall keins. Ich habe ein Kabel, ein reines Kabel, da hängt zwar theoretisch irgendwie. Also theoretisch hängt da irgendwie ein Telefon dran, das ich aber nie benutze. Ja, das gab nur diese beiden Auswahlmöglichkeiten. Also Internet stand nicht mehr zur Verfügung, obwohl ich eigentlich ein Internetproblem habe. Wurde schon Grundhersteller? Nein, habe ich nicht. Na gut. Auf jeden Fall hat es danach dann aufgelegt.
Also ich habe aufgelegt, weil das war mir zu dumm, weil das. Das hat schon alleine aufgelegt, nachdem ich Zeta und Mogedo geschrien habe. Bei Robotern erlaubt man sich sowas immer, ne? Ich hoffe ja immer noch, dass Jugendtechniker das nochmal anhört, solche Sachen, aber das, ich habe vorher nicht consented, also wahrscheinlich eher nicht. Wurde wahrscheinlich wissen, dass die Leute da schreien, wie sonst was. Ja, das war mein erster Anruf. Irgendwann hat es aufgelegt, weil ich halt nur diese beiden Optionen hatte und ich wollte diese Optionen nicht haben, weil ich wollte ja nicht die vernünftige Option haben im Internet. Dann habe ich beim zweiten Mal angerufen und habe gesagt, ah ja, wir haben ihre Nummer erkannt. Also wir haben ihre Nummer einer Kundennummer zugeordnet. Das wäre ja geil. Das läuft. Ja, dann hat er das gemacht. Dann kam ich wieder zu dem Dialog, wo da hat es wieder zweimal getutet. Und dann kam wieder, geben Sie bitte jetzt Ihre Kundennummer ein. Ich so, was? Kundennummer halt in ihm. Der liegt auf. In direkter Hand in ihm. So, das sieht hier übrigens immer noch falsch aus. Wo sind die Säulen mehr geworden? Hm. Runenstein. Warum ist jetzt hier ein Runenstein dabei? Letztes Mal nicht da, oder? Oder habe ich von irgendjemandem einen Schlüssel bekommen? So, der lebende Fels, der eins gerufen rufen soll. Nur, wer ist er denn da unten? Scheiße, der will mich bestimmt mit mir prügeln, oder? Also ich war hier richtig. Argon. Du hast das Versteck vor mir gefunden. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Das werde ich nicht zulassen. Man wird noch nicht mal deine Leiche finden. Oh, das könnte hart werden, aber ich habe zum Glück 20 Heiltränke dabei. Das könnte ich durchaus gewinnen. Alter Schlüssel, ach ja. Okay, gut, das, ich habe anscheinend durch puren Zufall. Was war das letzte gerade? Eine Hacke? Warte mal, der Vater, der Führungsherr stellt mich vor die Brücke des Feuertiers. Ich soll den Zeichen Inners folgen und ihm, was der Gläubige der Pfad findet. Das hat ihm einen Schlüssel gegeben. Ach so, okay, gut, das, Carsil und Burns Enemy? Was? Hat auch so funktioniert. Hallo, Gub. Also, ich bin anscheinend dem Pfad Inners gefolgt, also ich. Wusste anscheinend, also ich dachte eigentlich, dass der lebende Fels hier vielleicht irgendwie rauskommt, aber das ist auch nicht schlecht. Na gut, dann hat's Argon schon mal hinter sich. Das hat mich nur zwei Heiträge gekostet. Schön. Also der Pfad Inners folgen war halt die Schreine, die überall im Weg sind. Das hatte ich mir schon gedacht, dass es so ist, aber ich wollte das eigentlich als letztes machen, weil das sich so anstrengend angehört hat. Ist natürlich jetzt geil, dass ich das jetzt so ein bisschen geshortcuttet habe aus Versehen. Na gut, da haben wir schon mal die erste Herausforderung bestanden. War gar nicht so schwer. Was das Argon herumgeht. War natürlich klar, das ist, klar, jetzt ergibt das übrigens voll viel mehr Sinn als eben gerade noch. Also der Satz hier mit dem Pfad Inners folgen, okay. Und dann das, was dahinter liegt. Klar, diese dumme Höhle hier liegt natürlich dahinter. Also, hier hinter. Hier hinter dem Dings. Ich muss nur noch entscheiden, ob ich mich, ob ich ehrlich bin wegen Argon, dass es dem entschärft hat. Na gut, das ist der. Warte mal, der Runenstein, kann ich den vielleicht eventuell dafür benutzen, dann am Ende. Was ist denn der scheiß Runenstein? Runenstein. Eventuell kann ich den benutzen, um eine Feuerrune herzustellen. Das wäre ganz praktisch. Dann könnte ich mich jetzt weiter aufmachen. Ist natürlich die Frage, ob ich das damit überhaupt kann. Ah gut, dann ist, dann ist die Folge einfach mal Argon. Dann haben wir schon mal das schon mal geschafft. Na gut, der lebende Fels. Dieser Serpentis habe ich zu seinem Prüfung gemacht. Ich soll den lebenden Fels finden. Der eins gerufen soll ihn bezwingen. Der lebende Fels. Also ich habe jetzt diesen komischen Steinkreistypen schon kaputt gehauen. Okay, das hat funktioniert. Anscheinend ganz gut. Der eins gerufen. Aber wahrscheinlich ist ein Stein gemeint ein anderer, weil also ein Born to Room. Bestimmt. Ich lese ja gerade Terry Pratchett nochmal neu. Also in Englisch. Ich bin nur noch bei Lights Fantastic. Aber ich bewege mich langsam voran. Da muss ich gerade schon wieder direkt wieder an den Questor denken. Bei Born to Room. Das war auch in den einen, in den Video- und Film-Dings. Na gut, egal. So ein Scheiß, die Gewehr auch was. Gibt's bestimmt. Es gibt einen Terry Pratchett Fanshop. Ich bin immer noch überlegen, ob ich mir aus der UK. Also, das Ding ist, der Aufkleber kostet 3 Euro und der Versand kostet 4,50 Euro. Und ich überlege mir trotzdem, ob ich mir diesen Entel Inside Sticker für meinen Laptop bestelle. Das wäre das erste Mal, dass ich überhaupt irgendeinen Sticker auf meinen Laptop kleben würde, aber das würde ich mal direkt machen. Einfach nur so aus Jux und Dollerei. So, gut. Das ist eins gerufen. Ich würde mal direkt. Obwohl, die Wassermagier haben nicht existiert im Hauptspiel, ne?
beziehungsweise in Nacht des Raben. Vor Nacht des Raben. Das würde schon mal sehr dagegen sprechen, dass da das nicht ist. Um meine Diskussion mit dem Vodafone-Dings zu Ende zu machen, ich habe dann noch einen dritten Versuch gewagt, der ist aber genauso gelaufen wie der zweite. Ich habe diesmal nur ein bisschen mehr darauf geachtet, deswegen bin ich mir auch sicher, dass mein erster Versuch genauso war, mein zweiter. Und habe halt sehr darauf geachtet, wo ich rangehe und was ich klicke, und das hat halt alles nicht funktioniert. Also, das hat alles nicht funktioniert. Mit dem Anrufen auf jeden Fall. Ja, und der Telefonsupport für mich war also ein totes Ende. Und dann habe ich mal was ganz Tolles gewagt. Ich habe mich mal den neuen Medien zugewandt und habe auf Twitter einfach gerantet. Und habe einfach nur meinen Zorn mir von der Seele geschrieben, nachdem ich den Rechtschreibfehler korrigieren musste. Und habe halt Ed Vodafone Service reingehauen. Kann ich halt wie sie hier speichern? Okay. Steine. Wo? 93. Und dann kam auch direkt von Vodafone Kunden Twitter-Support, der übrigens deutlich mehr auf Zack ist. Das ist übrigens auch so ein Ding. Der Vodafone Twitter-Support hat innerhalb von einer Minute geantwortet. Also dafür ist First-Level-Support da, bloß zum Telefonieren nicht. Also, was mir halt gefehlt hätte, wäre ein Text-Chat gewesen. Ich habe übrigens keinen gefunden. Der Vodafone Twitter-Support hat mir auch noch ein Kontaktformular verlinkt. Das war das Falsche. Wenn ich da drum moniert habe, habe ich dann nochmal das Richtige gekriegt. Aber wie auch sei. Ja. Das hat mir übrigens auch nicht geholfen. Das war halt, wie gesagt, das falsche Formular, da habe ich das Kabelformular. Weil über Twitter wollten sie halt deinen Namen, Kundennummer, Geburtsdatum und komplette Anschrift über Twitter haben. Und da war ich nicht bereit, das in der PM zu schreiben, weil das wäre mir dann doch ein bisschen viel. Ja. Dann habe ich jetzt, wie gesagt, nochmal meine Netzwerktechnik eigentlich komplett neu gestartet. Router. Ne, ich wollte eigentlich meinen Router updaten. Da ist mir aufgefallen, dass der wie ein bisschen komisch langsam ist und dass der letzte Mal irgendwie schneller unterwegs war. Was übrigens auch komisch war, weil ich bin dann mit meinem Laptop rangegangen, dann ging's. Also daran lag es dann auch irgendwie nicht so richtig, also keine Ahnung. Das sind zwei schwarze, ne? Ah, fuck. Naja, long story short, nachdem ich den Router neu gestartet habe, meine komplette Netzwerktechnik, also jeden Teil meiner Netzwerktechnik neu gestartet habe, das LAN-Kabel durchprobiert habe und generell überhaupt ging es dann magischerweise auch irgendwie wieder, aber ich kann halt nicht so richtig sagen, warum eigentlich. Also diese Truppe habe ich anscheinend schon geplündert. Aber dahinter liegt Gold, anscheinend. Eins. Nice. Naja, aber auf jeden Fall bin ich trotzdem sehr enttäuscht, weil wenn das jetzt ein Problem gewesen wäre, was ich nicht selber hätte lösen können, dann hätte ich jetzt ein totes Ende gefunden. Weil ich habe zwischendurch versucht, mich auf diesen, es gibt noch so ein Vodafone-Kundenportal, aber ich habe das Passwort nicht. Und ich konnte auch in meinen diversen E-Mail-Postfächern keine Adresse finden, wo ich mich angemeldet habe. Also, keine Ahnung. Ich hätte mich nicht mal einloggen können, wenn ich gewollt hätte. Ich kenne das Passwort auch nicht. Ich musste mir auch neulich, also wo ich meinen eigenen Router hingestellt habe, musste ich mir auch per Post schicken lassen, das Passwort dazu schicken lassen. Ich glaube, ich war hier noch nicht bei diesem Lager. Ein Weidenbogen. Schade, ich keine Geschichte gehabt. Ja, allem, also ist alles sehr enttäuschend, das ganze Erlebnis. Also wenn ich doch mal wieder ein echtes Problem haben sollte, bin ich ziemlich am Arsch. Stelle ich mal so fest fürs Protokoll. Ich könnte rasten. Und vor allen Dingen nicht in der Pfanne. Das ist noch viel besser. Ich habe euch das sogar schon mal mit Fleisch gebraten und nicht. Ich habe doch mal irgendeine Folge damit angefangen. Was? Support ist komisch, meine Fragen sofort. Manche nach einer Woche, manche gar nicht. Ne, das ist, das kommt ein bisschen drauf an, was du für Service Level Agreement heißt. Ich habe ja mal im Telekom Support gearbeitet, also im Second Level allerdings. Und die Leute, die du halt rankriegst, wenn du den ersten Kontakt machst, ist der First Level Support. Und das macht, glaube ich, echt keinen Spaß, da zu arbeiten, weil da musst du halt wirklich die absoluten Idioten. Und das ist schon erstaunlich, wie viele Leute ich im Second Level Support gekriegt habe, die absolute Vollidioten. Und neben Oma Erna, die technisch natürlich keine Ahnung hat. Ich weiß noch nicht, wie Oma Erna jemals ihr Bruder von Internet wieder herstellen soll, aber. Dann hast du irgendwie Leute, die halt irgendwie komische Ansprüche haben oder denken, du kannst irgendwie ihr WLAN fixen aus der Entfernung oder das Problem ist offensichtlich bei denen oder, also den klassischen Fall von, mein Internet geht nicht, wenn kein Strom da ist, den hatte ich noch nicht, aber viele Sachen noch, es ist erstaunlich, viele Leute versuchen noch anzurufen, wenn sie nicht vor Ort sind. Das liegt aber, glaube ich, ein bisschen daran, dass man nicht so klar kommuniziert wird, dass du nur eine Störung melden möchtest oder ob du direkt das Ding weghauen willst, wenn du Hilfe haben willst. Natürlich klar, dass der erste Test ist halt immer das scheiß Ding rumdeutscht. Das nächste Problem ist natürlich, der First Level Support hat auch eine genaue Schrittreihenfolge, weil das ist ja, also das sind Hartz-IVler, die da arbeiten. Das sind Ex-Hartz-IVler, die bald wieder Hartz-IVler sein werden, weil die immer nur Kurzzeitverträge kriegen. Und die befolgen einer strikten Reihenfolge. Da ist keine Intelligenz bei. Das ist der Mensch, der hat, die hat die niedrigste Qualifikation, die gerade so noch möglich ist, um den Job zu machen. Und da wirst du keine Leistung kriegen. Und die Leute folgen einem strikten Skript.
So mit so Verzweigungen. Wenn du halt irgendwie off-Script laufen möchtest oder halt irgendwie Sprit überspringen willst, dann geht da halt nichts. Ja, das ist halt auch scheiße. Also kann der Support dir nicht helfen. Also gerade bei so Massenveranstaltungen wie zum Beispiel Internet, da sind halt, hängen ja halt so viele Leute mit dran, ne? Oder das benutzen auch so viele Leute, dass du es halt fast gar nicht anders machen würdest. Sei denn, du investierst jetzt unendlich viel mehr Geld in Support und stellst vielleicht irgendwie First-Level-Support-Mitarbeiter ein, die ein bisschen mehr Geld wollen, die halt ein bisschen mit Intelligenz ran, weil Intelligenz musst du bezahlen. Wenn du 8,93 Euro pro Stunde bezahlen möchtest, also Mindestlohn, ich weiß gar nicht, wie der gerade liegt, dann kriegst du halt nichts Besseres. War hier gerade irgendwie... Ach du Scheiße. Oh ne, das ist nur eine Ratte. Die krieg ich tot. Toll, hab ich gerade gerastet. Da anders ist das, du kannst natürlich, zum Beispiel bei der Telekom, weiß ich, kannst du Service dazu buchen. Ich weiß aber nicht, ob dir das wirklich hilft beim Rangehen des... Scheiße, die krieg ich nicht tot. Beim Rangehen des Supports. Es gibt da halt so, es gibt das nennt sich was, das nennt sich Service Level Agreement. Das ist, naja, halt genau das, das die Stufe an Service, die du halt kriegst für dein Dings. Und das wird in der Regel mit Zeiten angesprochen. Also es gibt 8 Stunden SLAs, 4 Stunden SLAs. Und in der Regel ist das die Zeit bis zur ersten Reaktion, nicht so bis zur Entstörung. Weil das kann keiner garantieren, weil wenn irgendwie da, keine Ahnung, Kabelbruch oder so, dann kannst du halt nichts machen. Aber zumindest bis zur ersten Reaktion. Und als normaler Telekom-Kunde weiß ich zumindest, hast du eine 72-Stunden SLA ab Standard. Wer ist er denn? Warum steht denn hier über so eine Feuertypen rum? Was ist denn hier los? Also wirklich. Ja, der Telekom-Support ist übrigens angeblich mit einer der besten. Das habe ich anders erlebt, weil ich habe den gemacht. Also kann er gar nicht so gut sein. Als Firmenkunde hast du meistens eine 8-Stunden- oder 4-Stunden SLA. Was dir natürlich im E-Fall auch nichts bringt. Wenn du irgendwie, keine Ahnung, um 12 aufhört, dass dein Internet in der Firma down ist, dann ist das am gleichen Tag auf jeden Fall nicht mehr da. Ist halt scheiße. Ja, ist denn halt so. Und wenn wir bei anderen Produkten ist, kommt das ja, was das, wenn du irgendwie, sag mal, du hast hier irgendwie ein hochkarätige Digitalkamera und hast damit ein Problem, rufst einen Support an, der dich natürlich auch bezahlen lässt für mit 99 Cent die Minute oder so, dann könnte es natürlich sein, dass du da tatsächlich irgendwie so einen halben Techniker am Apparat kriegst, der echt Ahnung hat von der ganzen Materie, ne? Dann sind deine Hoffnungen vielleicht gar nicht so schlecht, dass du da echte Hilfe kriegst. Aber das kommt halt immer ein bisschen doof an, ne? So, Warum steht denn hier draußen noch so ein Typ oder sucht der auch den Partner mit mir quatschen? Dann bin ich Argon leider ein bisschen zuvor gekommen. Also ist die Feuermarke jetzt ein bisschen unangenehm. Na gut, das kriegen wir alles beim nächsten Mal raus, wenn es dann wieder heißt Gothic 2.